Okay, die Steinmauer läuft. Anschließend brauchen wir das Blumenrelief. Da gibt es aber wenig Punkte für. Die Steinsäule. Und die Steinbrücke. Gut. Jetzt haben wir schon keinen Stein mehr. So schnell kann es gehen. Ich hoffe, das wird sich noch regulieren, wenn er erstmal fertig ist mit seiner Arbeit. Und wenn wir mit der Technologie durch sind... Deine Zeichen. Neues Zeichen einfügen. Ich brauche keine Zeichen. Okay. Wenn wir soweit durch sind mit der Technologie, dann kommen wir auf das da. Und anschließend zur fortgeschrittenen Dekoration. Und die brauchen wir, um irgendwann auf Weben zu kommen. Oh Gott, dafür brauchen wir noch wieder ganz viel Wolle. Und an Wolle kommen wir doch nicht ran. Und dann können wir erst Stahl machen. Das wird ein Desaster. Gut, dann werden wir wahrscheinlich erstmal mit dem Zauberwald anfangen, um dann zu backen und sowas alles. Jo, das kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Ich habe dem einen die Dings geklaut, die Eisenspitzhacke, oder? Hab ich nicht. Gut, dann klaue ich sie ihm jetzt. Kriegst du eine Stahlspitzhacke? Ihr braucht alle mal eine. Eisen, okay. Stein. Ausrüsten im Moment nicht. Erstmal craften. Und zwar... Wo ist das Teil? Ah, wo ist es hin? Nee, das muss hier sein. Da ist es. Ach so. Das will ich craften. Genau. Sehr schön. Hat geklappt. Das kommt dann... Hierhin. Tür zu. Okay, und dann können sich zwei daran machen. Das ist doch schon mal was. Damit wir so schnell wie möglich da durchkommen. Allerdings bin ich noch ein wenig verwirrt. Wir haben jetzt bisher nur die Lederrüstung. Das ist im Moment das Härteste, was wir haben, zusammen mit Chitin. Chitin und Leder haben wir aber beides nicht. Ist relativ begrenzt bei uns hier auf dem Land. Da gibt's keine Tiere. Hier sehe ich auch keine. Da ebenfalls nicht. Und auch sonst sind Tiere hier kaum vorhanden. Da ist ein einziges. Das schläft auch. Das will ich jetzt in Ruhe schlafen lassen. Ja, wir brauchen unbedingt die Wollraupen von hier unten. Aber die kriegen wir nicht besiegt. Am liebsten würde ich vorher speichern, es probieren und wenn es nicht klappt, neu laden. Aber das kann man hier nicht. Wenn es versaut ist, ist es versaut. Wie weit sind wir mit der Technologie jetzt fortgeschritten? Fast fertig, sehr gut. Ah, und da machen wir uns an Getreide. Können wir auch wieder unsere lange Linie hier einmal lang pflanzen und dann geht das auch Stück für Stück. Genau, kümmert euch drum. Ihr seid doch top. So, habt ihr alles? Seid ihr durch? Machen wir einfach die Tür wieder auf. Das Essen ist noch vollkommen voll. Also wir mussten jetzt nichts irgendwie nachfüllen. Wir sind irgendwie schon seit 5-6 Folgen mit einer Ration Essen beschäftigt, weil die andauernd gestorben sind. Die hatten die Hunger. Na, geht's? Tötet ihn mal. Nö, na, wenn du keine Lust hast, dann bleib weg. Die anderen kümmern sich noch um den Rest. Und es ist geschafft. Sehr schön. Das nehmt ihr auch noch mit. Und dann werden wir die ganze Erde hier mal ebenerdig machen. So, genügend Gerüste haben wir auch da, falls ihr mal nicht rankommt.
Ausgezeichnet. Buch des Schwimmers, das wirst du gleich brauchen. Aufgabe erfüllt, sehr gut. Da sind wir durch. Jetzt geht's an den Holzturm und die Stahlleiter. Kenne ich auch so noch nicht. Sieht vielleicht schicker aus, auch für das Zuhause. Brauchen wir allerdings 2 Stahlbarren. Ist natürlich auch nicht so schön. Egal, wir ersetzen erstmal alles Sand vorne. Was? Hab ich mich erschrocken? Jetzt ist der mir schon wieder einfach dazwischen gefahren. Das will ich nicht. Lass mich in Ruhe. Sand vorne ersetzen, Sand vorne ersetzen. Die Wurzeln will ich haben. Wurzeln ersetzen, Sand vorne ersetzen. Sand vorne, Sand vorne, Sand vorne. Außerdem das hier noch alles mitnehmen. Und ihr bekommt auch noch ein Gerüst für da oben. So, meine kleine Erntehelfer. Diesmal kann ja das Getreide nicht einfach weggeweht werden. Das nehmen wir jetzt und stopfen es in die Erde rein. Wunderbar. Ja, lass mal die Erde erzittern. Er macht eh nichts da hinten. Also was das soll, was das bringt, keine Ahnung. Vielleicht sollte man nicht unmittelbar in seiner Nähe kampieren. Und vielleicht kümmert er sich immer um, ja, das direkte Drumherum, dass er das zu Sand macht. Ich weiß ja nicht, wie weit sein Radius reicht. Ich sehe ja nichts. Na, guck mal. Sieht doch schick aus. Und wenn das erstmal angepflanzt ist, dann sieht's auch besser aus. Dann freuen wir uns. Sehr schön. Und hier sieht's auch gut aus. Die beiden Schmieden, beziehungsweise erstmal die hier, laufen auf Hochtouren. Am liebsten würde ich die Aufträge abbrechen. Geht das? Dann können wir uns noch ein bisschen Stein aufsparen. Aufträge. Nee, ich will nicht mehr, dass ihr weitermacht. Ah, okay, das geht. Einfach abbrechen. Gibt's noch irgendwas, was wir gerade tun? Nee, soweit sind wir durch. Das machen sie noch zu Ende. Und dann haben wir uns wenigstens ein bisschen Stein gespart. Gut, dankeschön. Jetzt gucken wir, was wir als nächstes machen können. Die quadratischen Fenster. Dafür brauchen wir Glas. Glas, Kohle und Sand. Davon haben wir beides genug. Für 40 Glas. Das wird unten in der Schmiede gefertigt, okay? Außerdem brauchen wir für die quadratischen Fenster Glas und Holz. 1, 2, 3. Gut, so kommen wir schon mal voran. Dann haben wir die Turmspitze, brauchen wir nicht wirklich. Aber das Getreide kommt bald. Die Mühle, die brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen Holz. Da ist es. Wir brauchen Bretter. Da. Und wir brauchen Stein. Gut. Das macht ihr aber artig. Da oben wird das gefertigt. Die stellen wir dann gleich hier neben auf. Dann geht das. Mach mir nicht mein Getreide kaputt. Latsch da immer so schön drüber. Nicht, dass das eingeht. Oh, es regnet auf mein Getreide. So, die Mühle ist fertig. Die Mühle ist fertig. Die nehmen wir und stellen sie hier auf. Ist ja nicht allzu groß. Und die kann dann auch dahin, wo das Essen ist. Nur mit dem Alchemistenlabor. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Eventuell setze ich da noch eine Etage oben rauf. Dann kommen die auch nicht so leicht bei uns ran. Ja, wenn ihr die beiden kaputt macht, reicht das. Das Holz muss auch nochmal mit. Okay.
Ja, die Festung steht. Das hier sollten wir eventuell als richtige Festungsmauer nachher machen. Erstmal werde ich die Tür gleich umdrehen. Die Tür haben wir ja noch. Wir brauchen auch mal eine neue Tür. Eine schöne Stahltür, die besser hält. Okay, sieht gut aus. Jetzt muss das hier nur noch erntereif werden. Dann bin ich glücklich. Und dann können wir das ganze Getreide zu Getreide verarbeiten. Wir brauchen Mehl. So, bitte einmal Mehl machen, mischen, tun. Glas haben wir jetzt auch bekommen. Mit dem Glas können wir weiter bauen. Und zwar quadratische Fenster. Wenn auch nicht viele, das habe ich auch nicht vor. Aber zumindest noch ein paar, damit das andere nicht so viel wird. Die Turmspitze braucht auf jeden Fall Schindeldächer. Wir brauchen Ton. Ton braucht Wasser. Und Erde. Ja, mach mal 50. So, ist das jetzt schon fertig? Ich glaube ja. Ton haben wir. Rundfenster haben wir noch gar nicht gebaut. Brauchen wir Glas für. Und Holz. Gut. Und dann brauchen wir die Turmspitze. Später. Jetzt müssen wir erstmal die Rundfenster bauen. Ah, ist ein riesiger Rattenschwanz, der sich dann einmal durch das komplette System hier wurstelt. Macht mal in Ruhe. Wir müssen ja so langsam mal an unsere Grenzen kommen. Und auch irgendwann an das da. Bis dafür müssen wir das hier erstmal fertig machen. Das wird nicht einfach, weil ich keinen Schwefel bekomme. Ich könnte es höchstens kaufen. Aber ich will keinen Schwefel kaufen. Warum? Wofür? Ist ja albern. Was hat er sonst noch im Angebot? Ja, nur das hier. Ich kann nur die Waffenmündung bauen. Ich baue jetzt mal eine, aber dann ist auch gut. So. Zurück zu unserer Deko. Die Turmspitze kann gebaut werden. Rundfenster, Schindeldächer, Ton und Stein. Gut. Zwei Stück davon, aber doll was bringt das auch nicht. Der feste Rucksack würde noch mehr bringen und der Holzturm, aber dafür brauchen wir wieder Nägel. Aha, Bogen, okay. Ja gut, ich meine, wir haben noch drei Bögen übrig. Das würde eventuell sogar hinhauen. Dann brauchen wir bloß zweimal Eisenerz. So, müssten wieder genug Nägel sein. Wo ist der Holzturm? Holzturm ist da. Nägel ran. Bretter haben wir auch noch ein paar. Zumindest für zwei Türme reicht es dann. Wir nehmen den Holzbogen dazu, Öl und zweimal Stahl. Boah. Gut. Wird gecraftet, wird fertig gemacht. Ach nee. Und dann sind wir schon wieder weit fortgeschritten mit unserer Technologie, haben wieder ein bisschen was dafür gemacht, damit wir auch vorankommen. Auch wenn es natürlich nicht allzu viel bringt, aber wir müssen so langsam an die Stahlrüstung kommen. Sonst kriegen wir bald Probleme. Und dann möchte ich unbedingt bald Silber haben. Bloß dafür müssen wir uns erstmal durch die Alchemie quälen. Das wird ja auch noch eklig. Nee, müssen wir nicht. Doch, müssen wir. Darunter. Nee, müssen wir doch nicht. Warte mal. Jetzt bin ich verwirrt. Wir müssen erstmal ganz viel Stein machen. Anschließend kommt fortgeschrittene Befestigung. Dann Meisterkonstruktion und dann später Silber. Jo. Und dann auch irgendwann Gold. Also das ist albern, ob man diesen Sprung jetzt hat oder Pfiffi macht eine Wurst. Egal. Wir müssen auf jeden Fall da durch. Wir haben gerade mal die Hälfte jetzt der Technologien und haben eigentlich schon, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen aufgezeichnet. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Ansehen und bis nachher.